Jeder von euch kennt das Gefühl, dass einem ein Ort oder ein Moment vertraut vorkommt und man sogar vorausahnen kann, was im nächsten Moment geschehen wird. Dieses Phänomen heißt Déjà-vu und kommt aus dem Französischen und heißt bereits gesehen. Statistisch gesehen hatte jeder Dritte schon mal ein solches Erlebnis. Das Gegenstück des Déjà-vus ist das Jamais-vu. Übersetzt heißt es sowas wie noch nie gesehen. Dabei wird ein Umstand oder Ort, welcher eigentlich bekannt ist, als völlig fremd angesehen und man würde behaupten, diesen Ort noch nie gesehen zu haben. Doch wie entstehen solche Déjà-vus? Aufgrund der Tatsache, dass Déjà-vus zufällig auftreten, ist es schwierig, diese wissenschaftlich zu untersuchen. Es gibt mehrere Theorien, welche die Symptome des Déjà-vus erklären. Eine davon ist die Umwelttheorie. Dabei assoziiert unser Gehirn fälschlicherweise bekannte Begegnungen mit unbekannten Begegnungen und erzeugt ein Gefühl von Vertrautheit. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ihr im Fernsehen einen bestimmten Satz hört, diesen jedoch nicht aktiv wahrnimmt. Und sobald ihr einen ähnlichen Satz hört, denkt ihr unterbewusst, diesen Satz schon mal gehört zu haben und ein Déjà-vu-Erlebnis entsteht. Am wahrscheinlichsten ist jedoch die folgende Theorie. Diese basiert auf der Idee, dass bei einem solchen Erlebnis das Gedächtnis getäuscht wird. Also kurz gesagt, beim Déjà-vu setzt die Synergie zwischen dem Hippocampus und dem Parahippocampus kurzzeitig aus. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel dieser beiden Gehirnareale? Der Hippocampus erkennt, was wir wahrnehmen, und sollten wir diesen Umstand schon kennen, vermittelt der Parahippocampus ein Gefühl von Vertrautheit. Fällt nun der Hippocampus für den Bruchteil einer Sekunde aus und der Parahippocampus trotzdem das Gefühl von Vertrautheit sendet, jedoch ohne das passende Bild vom Hippocampus zuzuordnen, breitet sich das sonderbare vertraute Gefühl in uns aus. Das ist dann ein Déjà-vu. Das heißt, genau genommen ist ein Déjà-vu eine Illusion unseres eigenen Verstandes aufgrund eines kurzzeitigen Ausfalles des Hippocampus. Ein Jamais-vu ist jedem von euch bestimmt schon mal passiert. Erzwingen könnt ihr dieses Erlebnis, indem ihr ein Wort immer und immer wiederholt. Irgendwann kommt euch das Wort, welches ihr immer und immer wiederholt, vollkommen abstrakt und eigenartig vor. Versucht es mal aus. Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls euch der Kanal gefällt, abonniert ihn und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Hier geht's weiter zu anderen Videos. Let's go.